Hallo und herzlich willkommen zu einer Building-Folge. Das heißt Magier und Hexer bunt gemischt. Dabei sind heute Grumai. Hi. Buu. Nefias. Hi. Maru. Hallo. Hallo. Buu. Und die liebe und Anne. Und die Anne. Yeah. Oh mein Gott. Yeah. Und der Anne. Und der Magier Anne. Sind cool, Hexer sind doof. Buu. Was machst du in meinem Haus? Ja, letztes Mal, als ich mich hier ach, du wolltest was von mir, ne? Ja, stimmt. So, ich muss hier... Können wir jetzt was nicht von wem? Dalli, Dalli. Ui. Da können wir das jetzt machen? Nicht nee. Mehr. So, ihr lieben Hexer, ich komme jetzt mal rüber und ihr gebt mir jetzt mal alle eure Opale. Ich habe keinen einzigen. Wie soll ich jetzt, ohne dass ich fliegen kann, Opale sammeln? Das ist doch so zum Kotzen. In die Höhle gehen. In die Höhle des Löwen. In Nether gehen und springen. So wie Lobius. Manchmal sind sie schon lustig, die Hexer. So, jetzt muss ich aber erstmal. Kann man eigentlich Höhle seine Mana-Regeneration. Hallo, lass uns mal nicht solche erhöhen. Sachen hier klären, wenn der Feind dabei ist. Das kannst du skillen und, oder du kannst halt höher so. Im Zauberlevel kommen. Oder du isst Kekse. Kekse? Kekse, echt? Es gibt Brownies. Mana-Kekse. Es gibt Mana-Kekse, ja. Oh. Mana-Cookies. Aber das Einfachste teuer. Ist, dass du levelst. Feuer. Welches Level seid ihr eigentlich so jetzt in der Hand? Was jetzt? Welches? Mana-Level? 69. Mana-Level? Da möchte ich nicht drüber reden. 69. Wir müssen das erzählen. 99, ey. Ich hab schon einen krassen Zauber gemacht. Ja, du bist schon dreistellig, ich verstehe schon. Aber du wolltest ein Duell gegen mich machen, also siehst du dann ja. Du scheinst ziemlich viel Angst zu haben, wenn du schon lügst. Und du mich schon versuchst abzuschrecken. Ja, ich hab nur Angst, dass du anfängst zu weinen. Ich werde meine Schlüpfer ins Gesicht klatschen. Und zwar vor dem Duell. Oh, frische oder getragene? Natürlich, mindestens 3 Tage getragen. Frisch getragen. Frisch getragen. Sag mal, welches Mana-Level habt ihr? Ich hab nicht so hoch, weil ich das nicht benutze. Ach so. Maru, ich hab Aum gefunden. Oh, wo? Soll ich die mal einpacken? Darfst du nicht. Ich bin da aber zufällig dran vorbeigelaufen. Das ja, ist aber nicht. Voll für Deko, ne? Ich werde auch einen Strauß Blumen für alle sammeln. Du möchtest die Erde darunter abbauen. Nein, ich sammle einen netten Blumenstrauß für Anne. Also ich hätte ihn jetzt sowieso mitgenommen, weil ich das auch nicht, bis ich überhaupt den Zauber gemacht habe, wusste ich gar nicht, dass man damit was Magisches craften kann. Ja, ich weiß nicht, was hier die Blumen. Ich finde keine Höhle, verdammt nochmal. Wo habe ich das ganze Eisen hingetan? Eigentlich ist die ganze Witchwood abgelaufen, da war nicht ein Auge mehr drin. Also entweder waren die Hexer ziemlich fleißig beim allem Abfahren, was auf der Welt ist. Was? Wir klauen hier Magier, wer war das denn? Wir waren doch nicht aufsuchen. Nein! Das wäre zum zweiten Witchwood laufen. Das ist echt fies, ey. Wer tut denn so etwas? Aber ich würde mal an deiner Stelle der Bashigo in die vor irgendwo. Oh, nee, oder? Ich hatte die ja einfach so zufällig. Aber du musst relativ früh reingucken. Schau mal so Folge 5. So. Ach stimmt, da habt ihr so clevererweise euren Sumpf direkt in den Witchwood gesetzt, ja. Der ist nicht direkt nee, da. Der ist zwischen unseren Städten eigentlich fast. Der ist ja, genauso aber weit weg von euch wie das wusste ich vorher nicht. Wo hab ich das ganze Zeug denn? Also wenn wir in den Witchwood laufen, sind wir fast bei euch. Also das ist schon... Naja, das ist ein bisschen übertrieben. Da kommen erst noch die Mammutbäume dazwischen, dann noch eine riesige Wiese. Dann ja, aber es ist die Mitte, es ist bei den Portalen. Das ist so, ja, weiß ich, das ist ja vom Weg her fast bei euch dann für uns. Ja, es ist bei den Portalen, genau. So, ja. Anne braucht auch ein paar blaue Blumen in ihrem Strauß. Ah. Ich habe einfach kein Eisen. Wo habe ich das denn hingetan? Habe ich dir geklaut. Hast du es bei mir reingepackt, zufällig? Nee. Ich war der Meinung, ich habe so viel Eisen abgebaut. Ach Mann, wo sind die? Krieg ich immer unter Blazes Haus. Kakopale hier, ey. Kakopale, wer kennt das? Nein, Kakopale. So, das mache ich jetzt hier rein. Guck mal, wir dürfen einfach nicht zaubern. Dann läuft der Server. Ich zauber gerade wie ein Blöder. Außerdem hast du es jetzt gejinxed. Range, Digga. Jinxed. Auch keine Opale. Kann mir jemand... Maru, wo ist denn eine Höhle bei uns in der Nähe? Überall. Unter unserer Stadt ist ein ganzes Höhlensystem. Überall. Ja, super. Verrätst du mir jetzt noch, wie ich da reinkomme? Keine Ahnung, ich habe durch die Wand gesehen. Na, unten. Keine Ahnung. Darf ich das jetzt einsacken eigentlich? Ich
habe einfach kein Eisen. Ich habe jetzt gerade einen Monster-Spawner gefunden. Darf ich jetzt den looten? Zieht das jetzt magisch oder? Nö, darfst du ruhig looten. So eine Page. Ich brauchst dich, die wollen dich nur anscheißen. Du machst das wie folgt. It's a trap. Pass auf. Du musst die Koordinaten in den Chat schreiben und dann weggehen. Und dann holen wir das. Und dann weggehen. Wie ist denn das eigentlich? Wir können versuchen, das zu holen, ja. Wie ist denn das eigentlich mit den Fragen jetzt? Ach so, ja. Sollen wir ein paar beantworten? Parat? Habt ihr Bock? Ja. Habt ihr Bock? Ja, was sind für Fragen? Wir haben ja auf Twitter, ne? Hier, Marc Manus. Wir haben dir ja vorhin Twitter erzählt. Wir haben dir ja gerade hier Twitter erklärt und so, ne? Das war hier das neue Programm, ne? Ja, genau. Die Software. So. Da sind so coole Menschen und dann haben wir gesagt, stellt doch mal ein paar Fragen, wie das die coolen YouTuber so machen. Und einer hat zum Beispiel gefragt, wurdet ihr schon mal Opfer eines Verbrechens? Oh. Direkt oder indirekt? Och. Ja, Opfer halt. Ja, das Auto von meinem Vater eingebrochen wurde, bin ich von einem Verbrechen auch. Ja, nee, gewesen. Direkt an dich, Opfer. Also, mein Auto wurde schon mal aufgebrochen und das Navigationsgerät geklaut. Da wurde das Verbrechen direkt eigentlich an meinem Auto begangen, also somit an mir. Aber ich werde jeden Tag Opfer eines Verbrechens, und zwar häusliche Gewalt von meiner Freundin. Wollte ich nur mal so loswerden. Möchtest du darüber reden? Mm, vielleicht. Später? Ja. Okay. Sie hört gerade zu, die Wände am Ohren. Ich bin überwacht, Alter. Big Brother hier. Überwachung. Wie sieht's bei euch aus, Nefi? Ich glaube... Ja, erzähl mal, genau. Verbrechen. Ja, ich wurde schon mal... körperlich angegriffen, aber sonst noch nicht. Aber wollte ich wirklich schon mal einer verprügeln? Ja. Aber das finde ich nicht gut. Aber nur, weil er Bock hatte und besoffen war. So einer, weißt du? Das finde ich noch schlimmer. Ja gut, das hatte ich auch. Ich musste deswegen wegen dem Sack, weißt du, ich wollte damit nichts mehr zu tun haben und weil da irgendein Typ den angezeigt hat, musste ich zum Gericht. Da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Das ist doof. Ja, das ist wirklich doof. Sowas ist mir halt passiert. Aber sonst? Mir wurde auch noch nie was geklaut oder so. Nee, geklaut so indirekt. Ja, ist ja nicht. Also ich wurde als Grundschulkind von einem geisteskranken Mann zusammengeschlagen. Das ist hart. Das ist schon ziemlich hart gewesen. Ja, ich habe... Was heißt aber, ernsthaft jetzt mal, was heißt zusammengeschlagen? So richtig krass oder was? Ja, nee. Ich hatte eine Schädelprellung danach. Ich habe jetzt schon gedacht, hier eine Schädelfraktur. Eine Schädelprellung, okay. Schädelprellung, also nicht... Also, na, und Schürfwunden und so halt, ne? Ja, schlimm ist... Aber eine Freundin von mir, also es war halt zwei Mädchen, also meine Freundin und ich halt, und sie hat ins Gesicht geschlagen und da ist ihr so an der Nase die Haut aufgeplatzt von dem Schlag. Krass! Das war schon ziemlich krass. Naja, halt so eine Platzwunde halt, ne? Ja. Ah, das ist nicht schön, das ist gar nicht schön. Ich laufe hier nur im Kreis, habe ich das Gefühl. Oh Mann, ich bin einfach kein Opala. So, ich muss jetzt auch kurz überlegen, was ich machen wollte. Und Maru? Ja, krass, ne? Wie war da das jetzt eigentlich? Müssen wir jetzt die Regenbogenbäume abreißen oder nicht? Könnt's mal machen, aber ich glaube nicht, dass die unbedingt schuld sind. Lovis hat ja sein komplettes Haus als Regenbogenbaum gebaut, ne? Darum frage ich. Hat der Regenbogenbaum in Regenbogenbaum gepflanzt und so? Ja, das hat er gemacht, das habe ich aber nicht gemacht. Also so einen gemacht. Das halt könnte schon hart sein eigentlich, wenn da so mehrere Regenbäume ineinander stehen. Das ist der Fall auf jeden Fall. Das war schon vorher der Abschluss, bevor wir die Regenbäume überhaupt in der Stadt standen. Das stimmt. Ja, weiß ich nicht. Aber jetzt gerade läuft es ja noch, ne? Ja, jetzt läuft es noch. Also toi, toi, toi. Komisch. Soll ich die nächste Frage stellen? Ja, stell mal die nächste Frage. Was würdet ihr machen, wenn euch jemand auf der Straße anspricht? So mit, hey, ich kenne euch. Von YouTube betreffend, oder? Ja, ja, genau. Also ich würde es super cool finden. Ich würde auf jeden Fall feiern. Ja, also ich würde definitiv mich auch mit den Leuten dann irgendwie unterhalten oder so. Und ich habe ja auch gesagt damals, wo ich auf der Gamescom war, wenn mich irgendjemand da irgendwie da erkennen sollte oder so, einfach hinkommen, ansprechen und so. Auf der Gamescom war das eh mega cool. Ja. Das war... Also da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja. Also ich mich. Das gilt auch bei den Großen. Nur bei den Großen, wir hatten ja mal das Netzwerktreffen mit GameStar. Mhm. Manus war nicht da, ne? Damals. Nee. In Köln war das. Da war PietSmiet ja auch anwesend. Da haben wir mit PietSmiet gequatscht und haben wir die auch gefragt, wie ist denn das so hier mit beim Einkaufen, Ansprechen? Und dann sagt er, das ist gar nicht so schlimm. Die trauen sich gar nicht. Und dann liest du hinterher auf Facebook, ich hab dich gesehen. Ja, ja, ja. Und dann sagt er denen immer, ja, warum kommt ihr da nicht? Und quatscht uns an. So, weißt du? Verstehe. Ja, fand ich auch interessant, dass das bei denen auch irgendwie noch komplett anders ist. Ja, aber ist ja cool.
auf jeden Fall. Ja. Ich würde es auch cool finden, aber es wird wahrscheinlich nicht, bei mir hier wird es nicht passieren. Nee, in Dänemark nicht. In Dänemark, nee. Können wir uns ins Bett legen? Was meint ihr? Ich kann. Ich kann nicht. Ja, kann noch okay. Einer muss noch. Okay. Und Anne, was würdest du sagen, wenn man dich jetzt hier beim Einkaufen trifft? Aber müssen nicht drei schlafen bei fünf Leuten? Ja, drei müssen schlafen. Ich bin in der Höhle. Anne? Ja, ich liege im Bett. 2 Meter weit weg von zu Hause. Aber so. Ich bin hier irgendwie in einer ganz blöden Höhle. Du hast viel zu viel Defizit, mein Zauber. Verdammt. Boah, Alter. Was wurde denn noch so gefragt? Hau raus. Was haltet ihr von Magic, also dem Kartenspiel, was Vita zum Beispiel ganz viel spielt? Kenn ich nicht. Ich persönlich kenne es, aber ich habe es nie gespielt. Also zum Zuschauen in der Schule war damals das richtig lustig. Also ich kenne es leider überhaupt nicht. Da spielen teilweise noch Leute hier bei mir vor uns. Ich kenne das gar nicht. Also das ist ja eins der Kartenspiele, die sich hart durchgesetzt haben. So von im Gegenzug zu, ich sag jetzt mal, Pokémon-Karten oder Yu-Gi-Oh! Mhm. Aber ich weiß nicht, hier Vita und Grants spielen das immer so. Aber sonst kenne ich das auch nicht. Was geht's da überhaupt? Das ist halt auch mit Zauberkarten. Das ist ein Kartenspiel. Also so ein RPG-Kartenspiel, wenn du so willst. Ach so. Du hast so Magiekarten und Dingskarten. Und es ist schweineteuer, wenn du es kaufen willst. Aber sonst. Ja, irgendwie muss es sich dann ja auch finanziell lohnen. So, also, ja, aber ja. Nur für die Kartenhersteller. So, aber was sonst, ist denn? Ich find's nicht, also ich find's ja nicht schlimm. So, ich find das Spiel auch nicht schlimm oder nervig oder Kartenspiele finde ich auch nicht schlimm. Aber ich spiel's halt nicht. Ich hab da jetzt auch nicht so die Zeit und Muße zu. Ich spiel ganz gern Monopoly. Also Leute, wenn ihr das mögt, dann müsst ihr auf jeden Fall bei Vita vorbeischauen. Genau, bei Vita könnt ihr dann gucken, wenn ihr das mögt. Das stimmt. Monopoly richtig spielen. Vita kann das auf jeden Fall auch gut, also er ist da richtig pro. Wollt ihr das zerstören oder? Bitte? Vita ist gut, da gefragt. Nee, und die nächste Frage ist, wie seid ihr zum Let's Playen gekommen? So eine Standardfrage, aber wir beantworten die gerne. Ja, Nefius fängt an. Ich war damals arbeitslos und wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ehrliche Antwort. Ja, ist so. Ja, ist eine ehrliche Antwort. Ja. Bei mir gab es einen YouTuber, den ich immer geschaut habe. Und der hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 1000 Abonnenten oder wie so. Wie heißt der? Sag mal. Soll ich wirklich sagen? Er kommt aus dem Osten. Ne? Der Sachse? Quark. Der Sachse? Nein, also ich sage euch gleich, bin ich hier so mit Osten und Westen und so. Also, also das ist bei mir ist das volle Schupe. Aber soll ich es wirklich sagen? Ich glaube, ja, ich kenne den sogar. Valle Gaming. Ja, kenne ich. Ja. Und den schaue ich, seitdem er 1000 Abonnenten hat. Und ich fand das damals total cool und das war auch, also das war zu 100% der YouTuber, warum ich angefangen habe mit YouTube. Ich habe damals den Emero, den kennen wahrscheinlich auch viele. Ha. Wegen dem habe ich eigentlich, also das war der erste, den ich gesehen habe. Das fand ich auch ganz cool. Und wie gesagt, also ich habe es ehrlich gesagt nur gemacht, um es auszuprobieren. Wollte halt gucken, ob es bei mir auch klappt, so ungefähr. Und ja. Dann ging das halt so einer hin und dann wollte man immer mehr. Mehr! Naja, es ist ja meistens so. Und ja, jetzt irgendwie fast 10k, ne? Komisch irgendwie. Weiß auch nicht so richtig. Ist aber auch noch nicht so lange her, dass du die geschafft hast, ne? Die habe ich ja noch nicht geschafft. Achso, ist noch kurz davor. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und Anne? Oder Maru? Oder Goro? Was ist mit euch? Ich hab dort Let's Plays gemacht und gesagt, Maru, mach auch mal. Okay, das kann ich mir sogar gut vorstellen. Bei mir war das eine Schnapsidee. Ja? Und damit meint er Schnaps. Ist im Alkohol geboren gewesen, die Idee. Stimmt, das hast du mir schon mal erzählt. Ich hab das ganz gerne geguckt, so bei größeren YouTubern, sagen wir mal. Mhm. Und ich hab natürlich euch geguckt damals. Was? Quatsch. Ich wollte gerade sagen, ey. Und dann, wir waren ja ein paar Leute, dann haben wir gesagt, Mensch, wie wär's, wenn wir das machen? Und dann, Kaffeebecher. Haben wir den Kanal gegründet, als wir betrunken waren. Und den Kaffeebecher cool. Genannt. Warum heißt der auch Kaffeebecher? Finde ich aber ein super cooler Name. Das finde ich nämlich auch. Gefällt mir.
Ne, Kaffeebecher gefällt mir echt. So Kaffeebecher-LP. Der Name ist halt Programm, ne? Ja. Und bei dir, Arne? Also mein YouTube-Kanal habe ich schon ewig. Den habe ich schon seit 2007 halt oder so. Genau. Und dann, wie kam ich denn da drauf? Okay, es war glaube ich so, ich habe gerne mit meinem Bruder, oder mein Bruder hat mich damals drauf gebracht, Gronkh zu gucken. Das fand ich ganz cool, da habe ich das überhaupt zum ersten Mal so gesehen. Alles mit dem Let's Play-Kram und so. Und fand das halt total cool. Also zum Zugucken halt, ne, so gelegenheitsmäßig. Und hab dann eine längere Zeit schon die GameStar abonniert gehabt. Und hab dann gesehen, dass es da so dieses Let's Play Forum, da war damals so ein Artikel drüber drin. Oh Gott. Das Forum. Und da hab ich gedacht, okay, das wäre ja eine Anlaufstelle, um halt zu starten. Und war es dann für mich im Prinzip auch. Und dadurch habe ich dann halt angefangen. Und hab damals mit Drakensang dann angefangen und später Battlefield 3. Und es lief ganz gut und ja. Das ist schön. Das Let's Play Forum war ja nicht. Dann habe ich rausgefunden, dass das Let's Play Forum richtig scheiße ist. Das Let's Play Forum ist so. Okay, ich sag's jetzt noch mal hier in diesem. Ich habe das glaube ich schon mal irgendwo gesagt. Das ist der letzte Dreck. Geht da nicht hin. Was? Doch. Ich sag den Leuten immer, die sollen da hingehen, um sich die ersten Tipps zu holen. Das ist wirklich nicht. Aber wirklich nur die Einsteigerforen lesen, wo drin steht How to Start oder so. Ja, und dann abhauen. Dann nie wieder da rein. Nie wieder. Nie wieder. Sonst regt man sich nur auf. Ich weiß gar nicht, also ich weiß ganz am Anfang, da hatte ich noch keine 1000 Abos, habe ich da auch immer mal reingeguckt, aber dann irgendwie nie wieder, keine Ahnung. Das sind mittlerweile nur Pappnasen. Ja, und die schreiben ich nur Bullshit auch oder was? Guck bei mir vorbei. Ach so, läuft das ab, okay. Nee, ja. Nee, da will jeder besser sein als der andere, das ist genau. Das Problem. Ja, das ist natürlich immer blöd. Die helfen sich nicht, die scheißen sich nur noch gegenseitig an. Ja, also sagen so, Forum, ich hab damit ja eher negative Erfahrungen. Zum Beispiel, also hatte ich damals ein Problem, ich hatte ein Video, das wollte ich auf gewisse Art und Weise rendern. So und. Da kommt jemand und sagt, render es doch lieber so. Pass auf, und da gibt's einen bestimmten, ich nenne extra keine Namen, die Leute, die das Forum kennen, wissen das. Es gibt einen bestimmten, der will seine Methode jedem aufs Auge drücken. Wenn du das irgendwie anders machen willst, bist du blöd. Ja, das ist nice. Ist ein Österreicher? Nein. Okay. Kapuze? Kapuze? Nee, weiß ich auf Kapuze bitte. Nee, aber so ist das da, weißt du? Und das kann ich überhaupt nicht ab, sowas. Dann sollen sie mir lieber helfen, so Tipps geben und so und mir nicht irgendwie was aufzwingen. Sowas kann ich gar nicht ab. Auf jeden Fall. Nee, das ist doof, das stimmt schon. Ja. Aber es ist ja ein guter Start. Ein Start, klar. Man kann sich dort informieren, was man braucht. Das geht immer. Aber da kann man auch meine Tutorials gucken. Hast du sowas mal gemacht? Ja. Das ist mein meistgegucktes Video auf dem Kanal. Oh, er wollte halt Sachen abgreifen, ne? Oh, oh, nicht gut. Nee, nicht gut. Gut war das nicht, nee. Scheiße. Ich hab da mal reingeguckt. Tu das lieber nicht. Nee, die sind alt und ich müsste eigentlich mal neue geupdatete machen. Das ist ja schrecklich. Was ist denn eine Hekate? Wow. Wir schaffen keine Frage mehr. Die Folge ist gleich vorbei. Okay, dann kommt die nächste Frage einfach in der nächsten Folge. Tada! Auf jeden Fall. Das hast du schön gesagt, Anne. Ich weiß. Was, das Tada oder dass die Folge dann... Dass die Folge in der nächsten Folge kommt. Anne sollte Videos machen, oder? Ja, ich finde... Ich könnte ja auch diese Let's Play Videos mal machen. ich weiß nicht, Anne. Ich finde nicht, dass du die Stimme dafür hast. Das bestimmt vor meinem Ding, ey. Ja, das neue Änderung bei Twitch ist das nicht mehr möglich, Anne. Stimmt, bei Twitch, ne? Musst du jetzt aufpassen. Musst du die Möben jetzt drin lassen. Die Möben. Die Möben. Ja. Es gab eine, die hat sich immer von oben gefilmt. So richtig krass und richtig dicke Hupen in die Kamera gehabt. Kennst du die? Die kennst du, ne? Ja. Die mit der Brille, die immer so. Nicht nur eine. Ja, genau die. Genau die! Die Casey oder wie hieß sie? Ja, genau. Casey Tron. Ja, so die Folge ist zu Ende. Achso, ja, komm, Anne, dann musst du abmoderieren. Das nützt nichts. Ja, dann, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.